Es war einmal eine neue Zeit. Mit stolzen Fahnen und Marschmusik ist sie durch die Stadt gezogen und die Leute haben es laut gesungen. Mit uns zieht die neue Zeit. Freiheit. Hier draußen aber vor den Toren Schwerins schien es ruhiger zu werden. Das Ausflugslokal Waldschlösschen wurde dicht gemacht. Fast wäre der romantische Name dieses Ortes vergessen worden, hätten nicht heimatliebende Männer sich seiner erinnert. Ein neues Bauwerk wurde Waldschlösschen genannt, das sie neben dem alten tief im Wald errichteten. Allerdings, niemand sollte es wissen. Naja, also das waren ja teilweise schlimme Sachen. Das ging ja bis hin zu auch Bedrohungen. Und ich weiß, das erste Mal wollte der Militärstaatsanwalt nicht aussteigen, weil hier diese furchtbar scharfen Hunde liefen und er wusste ja, was sie ist. Und ich sag, sie haben wenigstens eine Pistole. Nun steigen sie mal aus. Ich habe nur mein Gottvertrauen, nicht? Aber die Sache war wahrscheinlich deshalb ein bisschen kritisch. Das ist offenbar der erste entsprechende Bunker, der im Bereich der DDR aufgedeckt wurde. Wir hatten dort durch die Bürgerbewegung etwas an Stasi-Objekten entdeckt. Ich selber war ja stark mit engagiert und hatte eine Anzeige gegen den Staatssicherheitsdienst gestellt. Und durch ein konspiratives Objekt in Kriwitz am Bahnhof fiel der Hinweis auf einen Bunker am Schießstand. Und dann habe ich über die Militärstaatsanwalt erreicht, dass ich als Erster allein auf dieses Gelände kam. Damals haben wir aber hinter dieser Lagerhalle noch nicht den Bunker vermutet. Das war erst bei einer zweiten Begehung und dann kam die Überraschung, was sich dort unter der Erde alles offenbarte. Der Sinn der geschützten Führungsstelle bestand eigentlich darin, dass in Zeiten einer möglichen Spannungsperiode, insbesondere aber in Zeiten kriegerischer Konfliktsituationen, eine unmittelbare Führung von Diensteinheiten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit garantiert werden sollte. Aber gleich mit der Einschränkung, dass eben eine Führung aus der geschützten Führungsstelle eben nur auf Weisung des Ministers für Staatssicherheit erfolgen konnte. Für mich persönlich haben sich daraus Konsequenzen solcher Art nach Lösungswegen und nach praktikablen Wegen zu suchen, die es ermöglichen, auch unter extremen Bedingungen die staatliche Sicherheit weiter zu garantieren. Ausgelegt ist an sich die Führungsstelle vom Besatz her für ca. 90 Personen. Die angenommene Möglichkeit einer Unterbringung, ich sage mal des Überlebens, damit meine ich jetzt nur des Abwendens von Druckwellen, nicht des unmittelbaren Beschießens, des Raketentreffers und drum und dran. Nur das Abhalten von Druckwellen wäre eben eine Überlebenschance. So war die Errechnung von 5 Tagen. 5 Tagen.
nehmen wir an, wir haben draußen eine Kernladung gehabt und so weiter, ne? Dann werden die dann eingeschleust wurden, die wurden ja dementsprechend auch behandelt. Dann wurden Messungen vorgenommen, ne? Nein, man war voll ausgelastet, ne? Wir waren immerhin verantwortlich für die Herstellung der lebenswichtigen Momente, ne? Klimaanlagen, Wasserversorgung, Entsorgung, Energieversorgung, Versorgung der Kräfte. Wir haben die Wartung und die Instandhaltung eigentlich nicht über die Wende hinaus, also über den Oktober hinaus durchgeführt, mit dem gleichen Kräftebesatz wie vorher. Also der morgendliche Besatz, nicht die Bewegungen, die am Tage notwendig wurden durch das Heranfahren von Verpflegung, das Besorgen von Material, das Versorgen der Tiere, Hunde und so weiter, also Fleischbesorgung und so. Bunkeralltag. Auch schöngeistige Literatur gehörte dazu. Blumen und Stahl 1980. Die neue Auswahl von Erzählungen über Tschechisten stellt den Alltag der Mitarbeiter der Sicherheitsorgane in den Mittelpunkt. Die Tschechisten beherzigen dabei Felix Sierczynskis Forderung: saubere Hände, kühler Kopf und heißes Herz. In unseren Tagen kommen dazu noch differenziertes Können, Wachsamkeit, strenge Disziplin und Bescheidenheit. Diese nicht zuletzt, da die Tätigkeit der Tschechisten kaum öffentliche Würdigung finden kann. In ihrer Arbeit liegen Gegensätze dicht beieinander. Höchste Wachsamkeit und gleichzeitig großes Vertrauen. Das Wissen um die Labilität menschlicher Charaktere. Unbeirrtes Verfolgen des humanen Anliegens, denen zu helfen, die gestrauchelt sind. Dabei zu unterscheiden zwischen Irrenden und Verleiteten und solchen, die sich dem Feind voll verschrieben haben.
Wie kamen Sie dazu? Sie waren Maurer gewesen früher? Ja. Zum MFS oder wie? Naja, ich bin erstmal, weil ich ja Angehöriger meiner Partei war, also der SED war, wurde ich praktisch delegiert. Als junger Mensch noch. Und habe dann praktisch meinen Dienst aufgenommen im Ministerium. Habe auch nicht lange in anderen Abteilungen gearbeitet, sondern wurde gleich aufgrund meines Berufes dann gleich in die Abteilung geschickt für den Aufbau des Bauwesens. Und habe dann mitgeholfen, die Abteilung Bauwesen, oder vielmehr früher hieß es ja Verwaltung und Wirtschaft, mit dem Referat Bauwesen aufzubauen. Ne? Später rückwärtige Dienste. Rückwärtige Dienste später, ja. Es ist natürlich nicht mein einziges Bauwerk hier, was ich gebaut habe, sondern ich habe auch in der Bezirksverwaltung mitgearbeitet. Und ich bin die ganzen Jahre mein Beruf gewesen, sozusagen. Ne? Das, man muss sich das vielleicht so vorstellen, als Mehrzweckgebäude oder in der weiteren Sache als in der Auslegung, als Stabstrakt, wenn ein unmittelbarer Bezug dieser Führungsstelle in Vorbereitung stand, heißt das ja nicht, dass mit der Vorbereitung der unmittelbare Bezug erfolgt. Die Dislozierung von Kräften in dieses Territorium sollte eben dazu dienen, dass eben dann eine Unterkunftschance gegeben ist und die ersten Vorbereitungsmaßnahmen, bis eben der Befehl zum Bezug der Führungsstelle zu dem Zweck, die Auslegung mit den Räumlichkeiten, mit der Schulungsmöglichkeit. Na, ich will mal sagen, es reichte aus, Führungsgruppen in dem Objekt unterzubringen, solange bis eben dann die Weisung erfolgt, unmittelbar hier die Führungsstelle zu beziehen. In der Zeit, wo ich die Gesamtverantwortung mitzutragen hatte, weder jemand von der Bezirksleitung noch vom Rat des Bezirkes. Ich will mal so sagen, sie waren nicht in Kenntnis gesetzt, dass die Bezirksverwaltung für Staatssicherheit über diese Anlage und ihre besondere Zweckbestimmung dieser geschützten Führungsstelle verfügt. Selbst im Organ der Bezirksverwaltung, sage ich mal, war die Gesamtsituation so, dass eigentlich von der geschützten Führungsstelle der überwiegende Teil der Angehörigen, der Mitarbeiter, keine Kenntnis hatte. Auch keinen Zugang. Dreimal 30 Tschechisten sollten 1000 Tote hier überleben. Allgemeine Fragen beantworten. Wessen? Staatliche Sicherheit nach dem Raketeneinschlag gleich nebenan. Für wen?
der Funktion, in der ich mich befand. Und andere Mitstreiter mit mir auch. Die gesamte Vorbereitungsarbeit, die wir gemacht haben, und damit auch die Vorbereitung von Dokumenten. Wir haben gesagt, wir mögen gute Dokumente haben. Aber noch mehr wünschen wir uns, dass sie nie zur Anwendung kommen müssen. Entsprechend den zentralen Weisungen, Orientierungen wurde die Vorbereitungsarbeit geführt, notwendige Dokumente erarbeitet. Ja, schon mit dem Fertigstellen war erkennbar, sie weisen erneut Lücken auf, sie sind nicht rund, sie sind nicht vollständig, also es ist daran zu arbeiten. Dazu gab es für mich Notwendigkeiten, dass Alarmierungssysteme gesichert sind, dass in Zeitnormativen die Arbeitsfähigkeit hergestellt wird, die erhöhte Einsatzbereitschaft praktiziert werden kann. Aber alles vom Gesichtspunkt her des Normalen und des auch ausgerichtet sein auf Spannungsperioden und den Verteidigungszustand. Ja, für mich war auf der einen Seite sehr deutlich, dass die Tatsache, dass ein einzelner Zivilist mit zwei Militärstaatsanwälten sie zwingt, alle Türen zu öffnen, das geschah sicher nur zähneknirschend. Sie hatten ja alle noch ihre Pistole in der Tasche. Später war für mich überraschend, dass ein derartig mächtiges Instrument so zusammenklappt, dass also etwa auch ohne Widerstand die Waffenkammer drüben geöffnet wurde. Allerdings hat es ja erst noch 4 Wochen gedauert und einen massiven Einsatz der Bürgerinitiative gebraucht, dass wirklich hier die Arbeit des Staatssicherheitsdienstes beendet wurde. Aber im Ganzen habe ich mit 40 Stasi-Objekten zu tun gehabt und vor Wochen habe ich eines der nicht aufgedeckten Objekte benannt, das diente der Ausbildung von terroristischen Kräften für den Einsatz in der Bundesrepublik. Und man hat gesagt, nö, das interessiert uns nicht. Und als dann die RAF-Meldung kam, Fahndungsmeldung, habe ich gesagt, Leute, nun nehmt es vielleicht langsam ernst. Das war natürlich alles inzwischen weg. Also hier war auch ein Stützpunkt praktisch, der in der Richtung war. Das ist da hinten irgendwo an der Warnow. Es liegt ja alles immer sehr versteckt und auch nach außen hin unauffällig. Ne? Und es grenzte ja an Irrsinn. Sie wussten ja nicht mehr Bescheid bei sich selber. Sie waren erstens gegeneinander abgeschirmt, aber es war ja fast schon überdreht, das System, nicht, der Beobachtung. Also, dass hier ein Stasi-Mann, nachdem er da nun drin sitzt, so schweigt, das, sag ich, das ist nun mal seine Berufsehre als Pastor. Da sage ich auch nichts, wenn mir Leute was erzählen. Nicht? Das, aber dass also ein Staatsanwalt vorher da ist, die Akten rausnimmt und Siegel drauf drückt und uns dann erklärt, wir haben das abgesichert. Das nehme ich denen übel. Nicht? Und dass also nicht SED-Bezirksleitung oder auch Räte der Kreise und so weiter das alles vertuschen, nicht, obwohl sie weiterhin ja zu denen zusammengearbeitet haben. Das ist eigentlich das Schlimmste gewesen. Und am 22. Dezember sind wir in die Bezirksleitung der SED, die damals noch sehr mutig war. Nicht? Da war noch nicht das Zusammenklappen so deutlich. Und da ich Anzeige erstattet hatte, das war meine Vorteile, aber auch mein Nachteil, konnte ich immer sagen, ich verlange, dass der Staatsanwalt da reingeht. Und die Zivilen taten es nicht. Und dann haben wir die Militärs geholt. Und dann haben wir ja gesehen, was da im Keller der SED-Bezirksleitung alles drin war. Entsprechend wie hier. Aber nicht unter der Erde, sondern im Keller. Und dann sprachen wir mit der Sicherheitsabteilung. Wir waren 3 vom neuen Forum. Fragten sie, wie es denn so wäre, was sie denn mit unser einer so machen würden. Und sie waren ja nur noch dran. Sie sagten, wir würden sie sofort erschießen, wenn es Politbüro den Befehl dazu gibt. 22. Dezember 1989. In der Schlossstraße in Schwerin. Ne? Das ist meine persönliche Einstellung, deshalb bin ich vielleicht auch über die Runden gekommen.
In dem Augenblick, wo einer nicht, ich muss mal sagen, Angst hatte, wo sich nicht unter dieses System der Angst einbeziehen ließ, war eigentlich enormes möglich. Die einen machen es aus Christ, die anderen aus was weiß ich, anderen humanistischen Gründen. Das habe ich früher schon auch erlebt. Also was möglich ist, wenn man dieser Institution begegnet und alle Versuche, einen durch Angst kaputt zu machen, misslingen und das andere ist natürlich die Vorteile, einen zu fangen. Also dann sind sie nahezu machtlos. Und ich habe den Eindruck, das war einer der Punkte. Und ich würde sagen, dass plötzlich hier von allen Seiten ein Volk sich rührt, das hat schon was bedeutet. Und ich finde also, wir wollen nicht immer so tragisch sagen, die arme Bürgerbewegung von damals, aber dass Leute damals so losmarschiert sind, das hat seine Bedeutung gehabt. Wenn ich wusste, wir haben so ein halben Dutzend Leute, die ziehen in der Richtung mit, wissen Sie, macht man Sachen, wo ich heute sage, Mensch, du hast ja einen Vogel gehabt. Die hatten alle ihre Pistole in der Tasche und einige haben es einem ja auch unmissverständlich erklärt, nicht? Wie sie dazu stehen, aber es gab auch ein paar andere, die haben so ganz still gesagt haben, Mensch, nicht? Wo haben wir uns drauf eingelassen? Hass gab es wohl erst dann, wie die Bevölkerung vorne an den Toren erschienen ist. Ne? Ich musste weglaufen, nicht übrig, ne? Und welche Funktion hatten Sie hier auf dem Gelände? Ich bin praktisch hier der Objektleiter. Mhm. Und, ach, Sie waren direkt jetzt dabei, als der Bunker gebaut wurde? Ja, ich habe ihn gebaut und auch betreut bis zuletzt. Wenn Sie es jetzt so sehen, wie das da aussieht? Ja, traurig. Ja, es ist so. Die ganze Jahre hier tätig gewesen ist und man sieht, was man selber geschaffen hat und hinterher kommt das so hin, ist alles umsonst gewesen. Ne? Wir haben uns an die Diktatur des Proletariats, so haben sie ihn genannt, aufrichten wollen. Nicht? Und dieses System, den Gegenspieler der Demokratie, eigentlich versucht aufrechtzuerhalten, obwohl wir einfach hätten zu der Meinung kommen müssen, dass das eben nur bis zu einer ganz bestimmten Grenze geht.